Heute sind wir zu Gast auf der Tonenburg bei Höxter. In der alten Trutzburg über der Weser gibt es seit einigen Jahren ein beliebtes Ausflugslokal, ein besonders beliebtes Ziel von Motorradfahrern. Der Traum vieler Biker auf heißen Öfen durchs Weserbergland. Das Weserbergland für genau diese Ausflüge zu erschließen, lag den Wirtsleuten Pirone von der Tonenburg bei Höxter besonders am Herzen. Und das ist schon fast historisch. Das ist eine ältere Geschichte aus den Jahren Mitte der 60er, als es absolut verpönt war, noch Motorrad zu fahren. Hatte ein Freund eigentlich die Idee, wenn wir wieder mal in Hotels oder Gaststätten abgewiesen wurden, nicht nur bei schlechtem Wetter, auch bei normalem Wetter. So etwas müsste man für Motorradfahrer machen. Gesagt, getan, die historische Grundlage war ja vorhanden. 1890, denke ich mal, zur Zeit der Pferde und des Pferdestalls. Der ehemalige Pferdestall heißt heute König-Harald-Saal und ist für Gesellschaften reserviert. Dann wird's hektisch, Kaffee und Kuchen für über 50 Gäste und die Chefin mittendrin. Manchmal entflieht Paula Pirone dem Trubel. Ihr Büro befindet sich im eckigen Wehrturm der Anlage hinter 2 Meter dicken Mauern. Da lenkt nicht einmal der tolle Blick auf die Weser ab, die für die Tonenburg schon immer sehr wichtig war. Da stand an dieser Stelle ein Brunnenhaus. Und logisch musste unter dem Haus ein Brunnen gewesen sein. Der war aber nicht mehr zu sehen. Er war abgedeckt. Man sieht es hier vorne. Da lag Bohlen, und zwar nur aus einfacher Fichte, ungefähr 8 bis 10 Zentimeter dick. Er müsste ein Uferfiltrat gehabt haben von der Weser her und ungefähr dann 25 Meter tief. Und wie damals fließt die Weser auch heute ruhig am Fuße der Tonenburg vorbei. Am Ufer entlang führt ein gut beschilderter Radweg. Manch einer nutzt die Gelegenheit und macht auf seiner Tour zwischen Karlshafen und Polle einen Abstecher hinauf zur Tonenburg. Dort oben können Radler und Biker auch übernachten. Dann bleibt sogar Zeit für einen Ausflug durch das Weserbergland. Letzte Vorbereitungen für die große Motorradtour. Norbert Pirone hat alles im Blick. Der Wirt bietet geführte Touren durch die Umgebung an. Die letzten Schrauben sind fest. Gleich geht's los. Kommt ihr einmal eben kurz alle zusammen? Lasst uns ganz kurz eben, wie das so in Neudeutsch heißt, ein Briefing machen über unsere kleine Tour, die wir heute fahren. Das geht hier rund ums Weserbergland. Wir versuchen sehr schöne Strecken zu fahren, auch kurvenreiche Strecken. Wirtin Paula Pirone bleibt auf der Tonenburg zurück. Für die Biker aber öffnet sich gleich vor dem Tour die Landschaft. Der Köterberg. Seit 1905 ist er Ausflugsziel. Erst waren es nur die Wanderer, später kamen die Biker herauf. Die engen Kurven sind eine echte Herausforderung. Aber es lohnt sich. Knapp 496 Meter über dem Meer. Ziel erreicht. Schöne Strecke, sehr schöne Strecke. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, das war genial. Norbert Pirone legt noch einen drauf. Das ist Ostwestfalens höchste Erhebung. Speziell dieser Ort ein Magnet für Motorradfahrer aus mindestens 200 Kilometer Umkreis. Und weiter geht's im Dreiländereck zwischen Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen.